Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem weiteren Video von mir. Hier habe ich mich entschieden, euch einmal Perlensticken auf Vordruck ganz einfach und kurz erklärt vorzuführen. Dafür habe ich jetzt mein Bild mit den bunten Herzen genommen, eine Stelle hier ausgesucht und zwar hier diese Symbole. Werde ich heute im Video versuchen, mit euch zu sticken. Und zwar, ja, ich bin heute ein bisschen wackelig mit dem Video, weil ich die Kamera in der Hand halte. Um zu den Grundprinzipien des Sticken auf Vordruck zu kommen. Viele, die Kreuzstich vorher gemacht haben, die kennen sich mit diesen Punkten aus, auf AIDA-Stoff. Auf diesen hier. Da sind diese Punkte, die schwarzen Punkte. Zwischen den schwarzen Punkten haben wir jede Menge Symbole. Das sind Herzchen, das sind dunkle Kreise, K und so weiter. Diese vier Punkte stellen wir uns als ein Quadrat vor. Ich zoome euch mal dahin. Ja. So. Kamera dahin führen bringt nichts. Vier zusammengeführte, zwei oben, zwei untere, stellen wir uns als ein Quadrat vor. In jedem Quadrat befindet sich ein Symbol. Beim Kreuzstich ist das so, dass man einmal so rum, diagonal immer nach rechts und beim Zurück diagonal immer nach links stickt. Wir machen daher, um eine Perle anzubringen, immer einen Halbkreuzstich. Ja, das sagt jetzt für die Leute, die keinen Kreuzstich gemacht haben, nichts. Wie mir auch. Ich hatte auch angefangen, ohne Kreuzstich zu können. Ich hatte in meiner Kindheit Kreuzstich gelernt und dann nicht gemacht. Ja, wie dem auch sei. Ich befestige euch jetzt an mein Stativ und werde jetzt sticken. Bis gleich. So, nun habe ich an meine Nadel meinen Faden durchgezogen, einfach genommen und am anderen Ende einen Knoten gemacht. Wir nehmen den Stoff. Unser Ausgangspunkt wird links unten der Punkt sein. Links unten, wenn ihr gar nicht Perlen drauf habt. Wenn ihr ganz am Anfang des Bildes seid, habt ihr links unten den ersten dunklen Knopf, sage ich schon, Punkt. Was bei mir jetzt über der letzten Perle in der Reihe die linke Seite ist. Halte ich am besten mit der Nadel, damit man die besser sehen kann. Da steche ich jetzt mit meiner Nadel von hinten durch. Ja, ist jetzt dumm gehalten mit der Kamera, aber ich will es euch ja zeigen können, damit keine Fragen mehr im Kopf bleiben. So, da bin ich. Stuhl näher ziehen. Jawohl. Die, die noch gar nicht eine Perle auf ihrem Stoff haben, dürfen sich die untere Reihe nicht vorstellen. Die müssen sich die wegdenken, bitte. Ich nehme jetzt mir die passenden Perlen zu diesem Symbol. Das ist jetzt irrelevant für euch. Nehme eine Perle auf die Nadel. Ziehe die erstmal bis nach hinter die Öse. So. Da, wo wir jetzt einstechen, Einstichstelle ist diagonal rechts
oben. Da sticken wir nicht. Wir stechen hier ein und unser Ausgangspunkt wird hier sein. Manche werden die Nadel hier einstechen und von hinten den Faden komplett durchziehen. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Was ich mache ist, jetzt ich gucke auch über die Kamera, Leute, wie ihr. Moment, das ist dann störend. So, ich gehe hier nämlich so durch. Also Einstichstelle, Ausgangspunkt. Einstichstelle ist oben rechts. Und darunter den Punkt ist wieder unser Ausgangspunkt. Unser Ausgangspunkt, wenn wir Richtung rechts sticken, ist immer unten rechts des Quadrats. So sitzt unsere erste Perle dran. Seht ihr? Von dem uns vorgestellten Quadrat bin ich wieder auf der linken Seite. Und jetzt sehe ich nur noch das nächste Symbol. Wieder eine Perle dran, durchgezogen, um euch dieses Verknoten des Fadens oder Verdrehen des Fadens zu ersparen, ziehe ich meistens bis hierhin die Perle durch. Also, diagonal vom Symbol rechts oben, Einstichstelle, Perle, ich tue mal meine Perlen aus der Hand weg. Und darunter den Punkt bitte als Ausgangspunkt wieder nehmen. Ich zeige es euch extra langsam, damit da wirklich keine Fragen auftauchen oder bleiben im Kopf. Wenn ihr dennoch Fragen habt, hinterlasst es mir bitte bei den Kommentaren. Jetzt bin ich wieder unten links rausgekommen. Bevor die Perle dran ist, ist es unsere rechte Stelle. Wenn die Perle drin ist, ist es links vom nächsten Quadrat. Links vom nächsten Quadrat. Die nächste Perle. So. Das ist im Prinzip das gleiche wie auf dem AIDA-Stoff, beziehungsweise Canvas-Stoff. Da habt ihr nur Löcher statt den Punkten. Ansonsten ist es dasselbe Prinzip. So macht man das die ganze Reihe entlang oder bis zu dem Quadrat oder bis zu dem Symbol, wo wir nicht mehr sticken wollen, und dann geht es andersrum. Natürlich könnt ihr euch das mit der Zeit auch einfacher machen. Ich halte jetzt meinen Stoff so, damit ich euch das vorführen kann und vor die Kamera halten kann. Ansonsten geht das auch natürlich viel einfacher, indem ihr diese Falttechnik nimmt. Ihr seht dann immer den nächsten Punkt. Seht ihr, das ist 1, 2, 3, hier ist ein bisschen dunkler, deshalb seht ihr den Punkt schlecht. Dann braucht ihr euch nicht verkrampfen mit dem Einstechen. Ihr braucht dann nur geradeaus durch zum unteren Ausgangspunkt. Und dennoch sitzt eure Perle gut. So seht ihr die. Ich hoffe, es ist deutlich. Deutlicher kann ich es eigentlich gar nicht mehr erklären. Wenn ihr das alles richtig macht und keine Zweifel habt, werdet ihr auch Spaß an diesem Hobby haben. Leute, ich mache das generell so. Für mich, ohne die Kamera dazwischen, macht es auch richtig Spaß. Ihr braucht dann nur geradeaus durch. So.
Jetzt haben wir hier, Moment, ich bin ein bisschen höher. Ich habe ein bisschen höher als den schwarzen Punkt darüber getroffen, ist aber nicht schlimm. Wir nehmen an, dass jetzt die komplette Reihe durch ist. Provisorisch, jetzt fürs Video. Was wir jetzt machen und was ich jetzt mache, ihr könnt es auch so machen, um in die nächste Reihe zu gehen. Ich steche hier irgendwo zwischen, auf der rechten Seite der letzten Perle, irgendwo in den Stoff und komme ganz weit oben in der nächsten Reihe rechts. Das ist jetzt unser Ausgangspunkt. Moment. So. Also wir sind jetzt oben rechts von der nächsten Reihe am Punkt. Unser Ausgangspunkt wird immer rechts oben sein jetzt, weil wir machen es jetzt andersrum. Gerade sind wir immer nach unten und jetzt sticken wir immer nach oben. Ich nehme wieder ein paar Perlen zu mir. Und vorhin hatten wir unten links immer den Ausgangspunkt. Jetzt haben wir Ausgangspunkt immer rechts oben, weil wir jetzt in die linke Richtung sticken, also zurück. So, die Perle ziehe ich jetzt wieder bis nach unten durch. Unsere Einstichstelle. Wenn ihr werdet diese schwarzen Punkte jetzt nicht mehr erkennen können, eventuell, vielleicht auch schon, kommt auf die Farbe der Perle und des Vordrucks an. Ihr könnt euch orientieren. Ihr müsst die Punkte auch nicht unbedingt erkennen. Zwischen den zwei Perlen von der unteren Reihe einstechen. Und oben geradeaus durch zum schwarzen Punkt. Ich mache das jetzt ohne zu falten. Ich steche hier zwischen den zwei Perlen und komme oben links von den zwei nächsten Perlen natürlich. Seht ihr, ohne Falten geht's, treffe ich den Punkt auch schwer. Ein bisschen drüber, was so ein Stativ einen stören kann beim Sticken. Zum nächsten. Wir überspringen hier keinen schwarzen Punkt, also kein Symbol überspringen, wenn ihr jetzt eine Perle genommen habt, aufgefädelt, runtergezogen, dürfen wir jetzt nicht hier rein und nicht hier raus. Das ist ja selbsterklärend, ne? Das wäre nämlich falsch. Wir müssen hier raus. Immer den nächsten. So, jetzt habe ich nicht ganz so. Das kann passieren, so. Und die nächste Perle. Auch hierbei macht ihr es euch leichter, damit ihr euch nicht verkrampft mit der Nadel. So, Licht ist ein bisschen weg, Sonnenlicht. Das ist... ich habe hier auch einen Stoff, wo ganz viele Perlen unten drunter vernäht sind. Also zwischen den zwei Perlen seht... Eigentlich kann man diesen schwarzen Punkt erkennen. Es ist auch die Einstichstelle von der letzten Reihe. Einstechen. Ihr könnt das jetzt hier, um euch das zeigen zu können. Den Punkt muss ich so halten. Normalerweise, wenn ihr das macht, seht ihr das auch anders. Ich kann es schlecht sehen gerade. Ich gucke nämlich auch aufs Kamerabild und das ist mein Fehler. Das ist für euch
Zum Prüfen, wenn ihr näht oder stickt halt, wie die Perlen sitzen, erkennt ihr daran, dass die gerade sind. Also ihr in die gerade Richtung stickt. Seht ihr? Ups. Die nächste Perle. Einstichstelle ist links unten, rechts oben, also der nächste schwarze Punkt ist der Ausgangspunkt. Die weißen Fäden seht ihr hier nur jetzt auf dem Video, weil ich euch dran gezoomt habe. Sonst übersieht man die auch, wenn man live das Bild sieht. So, jetzt bin ich in der letzten Reihe angekommen. In der letzten Reihe, also wenn wir zurücksticken nach links, braucht ihr eigentlich nichts machen, um in die nächste Reihe zu springen. Weil das ist dann ja nicht mehr rückwärts, was wir dann sticken. Ach, jetzt habe ich mich auch selber verdreht hier. Moment, wenn das einmal passiert, passiert es immer wieder. Dann braucht ihr eigentlich nur einmal euren Faden zurückkurbeln. Aber dahinter kommt ihr noch. Learning by doing, sage ich dazu. Hier brauchen wir nicht in die höhere Reihe hochsticken, hochnähen, weil, wie gesagt, anfangen nach rechts, wenn wir nach rechts sticken wollen, ist das ja unser Ausgangspunkt. Wie am Anfang des Videos beschrieben, wir sticken dann jetzt einfach nach rechts los. Ein bisschen zoomen vielleicht. Moment, ganz kurz, meine Nadel muss ich auffangen. Hier oben haben wir ein anderes Symbol, das soll euch aber nicht irritieren. Wir sehen unten die Punktereihe, die schwarzen Punkte. Die unteren sehen wir nicht, weil sie durch die Perlen nicht zu erkennen sind, aber unsere letzte Einstichstelle ist wieder unser Ausgangspunkt. Zwischen zwei Perlen. Ob es nach oben ist oder ob es nach unten ist. Seht ihr, das ist immer zwischen den zwei Perlen. So, vielleicht ist das zu viel rangezoomt. Eigentlich sollte dies ja ein Kurzvideo sein, um es knapp und deutlich und schnell zu erklären. So, einen Augenblick. So, ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video simpel erklären und übersichtlich erklären, wie Perlenstickerei auf Vordruck funktioniert. Ihr könnt, wenn ich das jetzt richtig erklärt habe, die nächsten Einstichstellen sehen. Wenn ihr Probleme habt mit der Nadel einstechen und rauskommen, verwendet bitte diese Taktik. Moment, so. Wenn ihr das vor euch habt, braucht ihr nur wirklich geradeaus raus, geradeaus rein. Das ist total einfach. Ja, das ist mein Bild mit den bunten Herzen. So sehen die Perlen drauf aus. Seht ihr? Und wenn die mal falsch liegen sollten, erkennt ihr das automatisch beim Sticken schon. Es fühlt sich super an. Es ist ein tolles Hobby. Es macht mega Spaß. Ja, hier habe ich zum Beispiel meine roten dran gestickt.
Und dann wollte ich eigentlich nur die Farben erstmal, damit ich mir die Arbeit verschnellern kann. Es ist ein sehr großes Bild, daher muss ich auch gucken, wie ich am besten schnell vorankomme. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Wenn ihr interessiert seid, an der Perlenstickerei, seid ihr auch gerne eingeladen in unsere Facebook-Gruppe Perlenstickerei bei Mine. Freitags, momentan ist es freitags um 17 Uhr, haben wir auch einen Livestream, wo ihr auch Fragen direkt stellen könnt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch hinterlässt, wenn ihr ganz neu seid bei diesem Hobby und mehr lernen wollt und Spaß dabei haben wollt. Könnt ihr mich gerne auch abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Ihr bekommt dann eine Mitteilung, dass ein neues Video hochgeladen wurde. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei eurem Hobby. Macht's gut. Bis dann, eure Mine.